älteste urkundliche Erwähnung betrifft. Mhm. Die Kölner haben ein bisschen später angefangen, der Begriff Strohduvel vor 727 Jahren, das erste Mal nachweisbar. So, oh, hier hören wir nochmal schöne Musik. Genau, das sind Gäste aus Tunesien, aus der Partnerstadt Sousse. Die Gruppe heißt Hadre Sousse mit orientalisch klingenden tunesischen Instrumenten. Vertreten sie unsere Partnerstadt. So, und auch unser Andi Gerbelmeier, der hat sich wieder auf einen Wagen gestellt. Andi, erzähl, du hast eine Dame mit interessanten Haaren, die scheint Spaß zu haben. Ist das Original, Frau Havemann? Natürlich, das ist meine Originalfrisur, so laufe ich immer rum. Ja. Sie spricht akzentfreies Deutsch, denn Sie kommen aus Braunschweig, Sie sind aber die Beauftragte. Genau, ich bin die Leiterin der Stelle Internationale Beziehungen und wir sind hier mit einer Delegation aus Sousse und feiern unser 40-jähriges Partnerschaftsjubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ende. Ja, toll. Vielen Dank. Also ganz viele Gäste aus Tunesien dabei und einer von den Tunesiern, das ist Herr Homri, Rauf Homri. Sie leben aber in Braunschweig. Seit 47 Jahren lebe ich in Braunschweig. Ja. Und ich fühle mich sehr wohl. Es gibt im Juli in Tunesien auch Karneval, aber was ist das Beste in Braunschweig außer der Regen? Was ist das Gute am Karneval, beim Strohduvel? Am Karneval, das ist dann diese Vielfältigkeit, das ist diese Multikulti, das ist viele Menschen, das ist diese Fröhlichkeit, das ist diese Freundschaft. Ja. Die inspiriert uns auch und die unterstützt auch hier in Braunschweig zu bleiben. Super, ganz kurz noch die Trommler, die wir hinter uns sehen, die zeigen was? Das ist eine Zeremonie? Ja, das ist eine Zeremonie, das ist eine Hadra und das ist eine Art mystische Musik. Das ist ja ein zum Nachdenken, das ist eine Wertschätzungsmusik und dann die verbindet eigentlich dann die Freundschaft, die geht dann über die Grenze hinaus und dann wir bauen eigentlich diese Grenze und wir kommen mit den Braunschweiger Bewohnern dann zusammen. Okay, super. Ganz zum Schluss noch, was sagt man in Tunesien zum Karneval, was ruft ihr? Salam, Frieden. Frieden, das ist ein tolles Motto. Salam. 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 Also die Musik fand ich wunderschön, das muss ich